Hallo an euch da draußen vor dem Bildschirm, an die Zuschauer bei Kaffee mit Süßemilch. Die 9. Folge heute als Sonderfolge, passend zu euch zum Hackathon in Fulda. Wir sind in Fulda, hier bei der EDAG. Ich freue mich ganz besonders. Normalerweise reden wir immer mittwochs um 16 Uhr auf meinem Podcast, über unseren DriveMe-Kanal auf YouTube, Themen zur vernetzten Mobilität. Wie sieht in Zukunft die Mobilität aus? Ich interviewe kreative Leute, Mobilitätsexperten, Softwareentwicklern um 16 Uhr, aber heute am Samstag extra für euch. Ja, jeder kennt aus Fulda gerade die EDAG, aber die seltensten oder selten weiß man, was die EDAG eigentlich so genau tut, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Innovationen geht. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, heute vier Experten von der EDAG dabei zu haben. Wir werden sprechen, was für Innovationen und Tools nutzt die EDAG, was für Skills braucht man dazu, werden Projekte gemanagt, wie wird man Teil der EDAG-Familie und ganz besonders, ja, den Citybolt kann ich euch heute als Sneak Preview zeigen. Am Montag ist es die Weltpremiere. Der Michael Jahn, der hier dabei ist, der hat die ganze Nacht noch wie in einem Hackathon selber programmiert mit seinen Kollegen, um alles zum richtigen Zeitpunkt am Laufen zu halten. Und ja, jetzt gehen wir rüber an den Kaffeetisch. Ich hoffe, ihr habt auch einen Kaffee dabei und lasst uns unseren Livestream starten. So, ich sitze jetzt hier. Ich hoffe, ihr könnt uns hören. Mit dabei Michael Jahn. Grüß dich. Servus. Hallo. Hallo zusammen. Dabei, ja, ist zusätzlich noch, ich hatte es angekündigt, die Vanessa. Hi. Hallo. Ganz besonders freut mich, die Vanessa ist nämlich nicht nur live oder von der EDAG dabei, sondern auch als Hackathon-Teilnehmerin. Ihr sitzt zusammen in einem Hybrid-Event quasi. Wie groß ist euer Team eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ja, wir sind 6 Leute. Einer ist remote dabei. Die anderen natürlich Corona-konform mit Sicherheitsabstand in der Halle zusammen. Und ja, ich würde behaupten, wir sind sehr gut aufgestellt und ich bin gespannt, was wir so zustande kriegen. Ja, cool. An dich, aber auch an euch, an die anderen Hackathon-Teilnehmer auch nochmal ein riesen Kompliment, dass ihr euch die Zeit nehmt, 25 Stunden mit Zeitumstellung an einer kreativen Lösung für die Pandemie zu kämpfen. Das ist nicht selbstverständlich. Also im Rahmen von uns allen ein schönes vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, was für tolle Lösungen ihr entwickelt und wie kreativ ihr dabei wart. Ich habe mal auch so den Altersschnitt mal so abgefragt. In dem Alter war ich meistens nur irgendwie am World of Warcraft zocken und die Kreativität hat es beschränkt. Die kommen ja am schnellsten auf Level 70. Und deswegen finde ich das ganz, ganz toll, was ihr macht. Wir haben dabei auch zusätzlich den Max, den hole ich hier gerade nochmal dazu. Servus Max. Hi. Max, grüß dich, Alex. Projektleiter bei EDAG. Und wir haben zusammen studiert, richtig? Ja, wir haben zusammen Wirtschaftsingenieurwesen in Fulda studiert, richtig. Ja, und zusätzlich die Lisa. Hi. Wir haben uns eben schon ausgetauscht. Das ist kein Hintergrund. Den du irgendwie reingeschnitten hast in die Kamera, so sieht es wirklich so ordentlich bei dir zu Hause aus, richtig? Ja, genau, das ist meine Wohnung, kein ja. Hintergrund. Du warst auf dem Hackathon letztes Jahr auch dabei, als Recruiterin für EDAG, ja, die EDAG zu präsentieren. Was hast du damals mitgenommen von dem Spirit auch? Ja, also das war ja wirklich das erste Mal, dass ich überhaupt so ein Hackathon gesehen habe, wie sowas abläuft, hatte vorher noch nicht so wirklich eine Vorstellung davon und war wirklich ja begeistert, wie viele Teilnehmer dann auch da waren und wie fleißig die wirklich die ganze Zeit auch ja nachts an den Aufgaben getüftelt haben und was da wirklich für tolle Ergebnisse auch am Ende bei rausgekommen sind. Cool. Max, du warst auf dem Hackathon gar nicht so lange her, richtig? Genau, das war im September diesen Jahres und der war ausgerichtet von der IPMA, also Internationalen Project Management Association. Und da haben wir auch zu verschiedenen Projektmanagement-Themen einen Hackathon auch über 3 Tage in Summe gehabt, genau. Wow, 3 Tage, das heißt massig Zeit, aber nicht eigentlich in einem Software getriebenen Hackathon mit Coding, sondern fokussiert auf neue Projektmanagement-Prozesse oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also in Summe gab es 7 Themen, auf die wir uns bewerben konnten. Jeder durfte 3 davon auswählen. Am Ende gab es dann 1 für die
für die jeweilige Person. Und in diesem Thema ging es darum, dass wir dann uns einlesen, Sachen zusammentragen und am Ende der 3 Tage das präsentieren vor einem Gremium. Es wurde dann auch, gab auch Auszeichnungen. Wir haben das in der Form von einem Video gemacht. Da ging es um Culture, Mindset and Atmosphere im Bereich Projektmanagement, gerade wenn es um das Thema Selbstorganisation geht. Und das war mein Thema. Hat riesig Spaß gemacht. Wir waren eine Gruppe von 5 Leuten, alles leidenschaftliche Projektleiter. Ist ein Mix gewesen aus Praxis und Theorie. Und wir waren am Ende des Tages, waren wir ganz, ganz stolz, was wir auf die Beine bekommen haben. Jetzt vor 2 Tagen müsste sogar auch ein Blog rausgegangen sein von der IPMA über unsere Erfahrungen, also wie wir es empfunden haben, was sind so die positiven Seiten gewesen, was würden wir beim nächsten Mal ändern. Und ja, auf jeden Fall kann ich das empfehlen, sowas mal mitzumachen. Das Ergebnisvideo, wo kann man das gegebenenfalls nochmal anschauen? Auf YouTube, also wenn man sich auf YouTube Culture, also englische Kultur, Mindset and Atmosphere, und dann findet man das in der Regel. Ist ein animiertes Video, wo das erklärt wird. Geht so 7-8 Minuten. Ich werde es suchen und euch nochmal verlinken in den Kommentaren. Ich denke, sehr gut. Interessant. Wir freuen uns über jeden Klick, genau. Genau. Was die IPMA ist und vielleicht noch die ein oder anderen Fragen zum Projektmanagement, kommen wir gleich nochmal drauf. Ich würde den Fokus mal kurz auf den Michael Jahn rüberschwenken und euch kurz unsichtbar schalten, um den Citybot zu zeigen. Und das ist quasi das Erste, ja, wo es heute drum gehen soll, den Schwerpunkt, wie sieht eine zukünftige Future Mobility eigentlich aus? Und Michael, vielleicht der Citybot steht jetzt hier. Kannst du so ganz grob erklären, was das eigentlich ist? Das sieht ja schon ein bisschen merkwürdig aus. Ja, was ist es eigentlich? Also der Citybot ist jetzt eine Weiterentwicklung des Citybots, den wir letztes Jahr ja vorgestellt hatten. Ihr habt es vielleicht auch gerade in dem Video gesehen. Da ging es ja darum, neues Mobilitätskonzept, Citybot als Modul-Traktor, der sich an verschiedenste Anhängermodule andocken kann oder auch Rucksackmodule. Und wir haben dieses Jahr tatsächlich erstmal diesen Traktor realisiert. Ihr seht ihn ja im Hintergrund. Und auf dem Traktor hinten angebracht ist ein Rucksackmodul. Und dieses Rucksackmodul wird nachher, wir werden es dann live erleben, tatsächlich Müll aufsammeln. Das heißt, wir werfen dann hier in den Playground, das ist diese weiße Umrandung, die ihr im Hintergrund seht, wir werfen dort einen Papierball rein und der Citybot wird dann diesen Papierball erkennen, wird dort automatisch hinfahren, wird ihn aufheben und wird ihn auch einsortieren. Wir sind gespannt. Ich habe für euch da draußen, das nochmal greifbarer zu machen, was Michael damit meint, eine Abbildung dabei. Der Citybot ist, ich fasse das auch nochmal zusammen, ein Roboterfahrzeug, der autonom fährt, der mit einer Brennstoffzelle angetrieben ist, der dazu konzipiert ist, 24/7 an 365 Tagen im Jahr in Betrieb zu sein. Und vielleicht stellt ihr euch jetzt noch einfach mal vor, wenn ihr das nächste Mal in der Großstadt seid, wie viel Verkehr dort eigentlich ist, und auch bei uns in Fulda ist das schon so. Und wir sagen, es bringt eigentlich nichts, die Autos zu elektrifizieren oder zu digitalisieren und so weiter, weil autonom fahren zu lassen, weil sie trotzdem noch im Stau stecken. Und was EDAG dahinter ja sieht, ist so ein ganzheitliches Ökosystem an Mobilität, dass man in Zukunft jedenfalls gar kein eigenes Auto mehr hat in der Stadt, sondern alles, was man benötigt, und ich lege die Grafik nochmal auf, in dem Citybot findet. Der Citybot als der Best Buddy von dir, als der neue treueste Gefährte, der und ich finde die Ideen, die die EDAG hier reingelegt hat, so klasse, weil allein die Vielfalt, die man dort hinten dran an die Hauptzugmaschine hängen kann, hier vom Gruppentaxi bis hin zur VIP-Lounge, zum Supermarkt-Hero, über den Pizza-Hero, der dir Pizza warm liefert, der Partybus, die Kehrmaschine, der Notruf, der dich abends gegebenenfalls in dunklen Gassen begleitet, nach Hause begleitet. Das ist so, ich sag mal, die Vision dahinter. Und ihr seht hier die VIP-Lounge, die stand letztes Jahr auf der IAA. Könnt ihr euch gerne auch nochmal Bilder im Internet anschauen. Und hier dabei heute dann, wie gesagt, erstmalig der Demonstrator zum Müll einsammeln. Michael, und bevor wir hier in PowerPoint-Folien stecken bleiben, würde ich sagen, schauen wir uns den Citybot mal näher an. Genau.
Dann, ich wollte noch was ergänzen, ja. Was ganz Wichtiges. Du hast vorhin gesagt, autonom fahrend. Wir unterscheiden da so ein bisschen zwischen autonom und automatisiert fahrend. Und ja, wenn man sich ein bisschen mit autonom fahrenden Fahrzeugen beschäftigt, dann kommt man sehr schnell dahin, dass man sieht, das ist ein langer Weg, bis das rechtlich mal alles ja durch ist, bis man wirklich einem Fahrzeug zutraut, autonom auf einer beliebigen Straße irgendwo auf der Welt sich zurechtzufinden. Und wir umgehen das ein Stück weit bei unserem Citybot, denn der Citybot wird im städtischen Bereich oder auch vielleicht erstmal auf Firmengeländen fahren. Und dort hat er ein genau abgestecktes Umfeld und man kann schon vorher genau konfigurieren, wo er sich bewegen soll. Und da ist auch weniger Verkehr und somit kriegen wir die Technologie viel, viel schneller zum Laufen und umgehen auch so ein bisschen diese ganzen Sicherheits- und ja, ethischen Bedenken, die man bei autonom fahrenden Fahrzeugen ja hat. Die sofort immer wieder aufpoppen in den Diskussionen. Genau. Klasse. Gut, aber du hast es gesagt, wir gehen vielleicht... Genau, was können wir zeigen? Genau. Wir zeigen euch direkt den Anwendungsfall jetzt mal, wie der Citybot einen Papierball aufhebt. Ich werde danach mal so ein bisschen noch eingehen auf so ein paar technische Gegebenheiten am Citybot. Aber vielleicht schauen wir uns jetzt erstmal an, was der Citybot tut. Ich werde das nebenbei auch ein bisschen kommentieren, was da jetzt gleich passieren wird. Aber schwenken wir vielleicht mal mit der Kamera gleich hier rum zum Bot. Was ihr vielleicht seht, ist erstmal so eine weiße Umrandung. Das ist der Playground des Citybots, hier wieder sich bewegen. Da haben wir auch ein bisschen was an Sicherheitstechnik integriert, ein Lichtschrankensystem, ein Notauskonzept. Und ja, wir werden jetzt gleich hier in den Playground einen Papierball reinwerfen. Der Citybot wird dann den Papierball erstmal versuchen zu finden. Er misst dann die Entfernung zu dem Papierball aus und fährt dann hin und sammelt ihn ein. Und genau das machen wir jetzt. Danke. Gut, also ich werfe jetzt mal den Papierball in den Playground rein. So, der Citybot beginnt jetzt, erstmal das Objekt zu erkennen, misst die Entfernung aus. Und macht sich dann auf den Weg. Er steuert das Objekt direkt an, bleibt dann davor stehen, macht dann eine 180-Grad-Drehung. Und jetzt seht ihr hier einen Roboter, der lokalisiert das Objekt erneut und fährt es dann genau an, positioniert sich. Greift es, hebt es auf. Jawohl. Und er sortiert es auch gleich ein. Danach fährt er wieder zurück und nimmt seine Grundposition ein. All das, was ihr eben gesehen habt, war vollkommen automatisiert. Das hat der Citybot alleine gemacht. Hier sieht man nochmal schön auch, wenn er sich dreht, das Rucksackmodul, was angekoppelt wird. Und auch die Besonderheit, ich finde es ganz charmant, wie wendig er eigentlich ist, wenn ich an mein Auto denke. Ja. Erzähle uns ganz kurz nochmal, auch wenn das jetzt nicht kein Software-Thema vielleicht ist, aber zu den Rädern und Reifen. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe vielleicht mal in den Playground rein. Und... Ihr habt es ja eben in der Demonstration schon gesehen, das Citybot ist sehr wendig. Was haben wir hier gemacht oder was haben wir hier integriert? Wir haben vier einzeln lenkbare Räder und die sind auch alle vier einzeln angetrieben. Und damit haben wir jetzt ganz besondere Möglichkeiten. Wir können einmal klassisch fahren, so wie man es vom Pkw kennt. Wir können natürlich dadurch, dass wir alle Achsen bewegen können, sehr enge Radien ansteuern, sodass wir sehr enge Kreise fahren können. Wir können aber noch viel mehr. Wir können, ihr habt es ja gesehen, wenn die Räder sich gegenläufig einstellen, dann können wir eine Punktdrehung machen. Es gibt aber noch einen besonderen Fahrmodus. Und zwar können wir die Räder auch auf 90 Grad stellen.
Vielleicht habt ihr es vorhin auch im Video gesehen, da war das auch gezeigt. Da haben die Citybots mal ihren Backpack oder ihr Anhängermodul gewechselt. Und genau dafür ist die Funktion da. Das heißt, die Räder drehen sich dann um 90 Grad nach außen und der Citybot kann wirklich vertikal fahren. Was man auch noch machen kann als besondere Fahrmanöver, ist die Räder diagonal stellen, sodass man eine sehr präzise Diagonalfahrt machen kann, ohne dass der Citybot jetzt seine Position verändert. Also er muss sich dazu nicht drehen. Hier im Hintergrund habt ihr gesehen, im Backpack den Roboter. Das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit. Gehen wir hier rüber. Die EDAG entwickelt ja auch Produktionsanlagen. Das ist aber kein Roboter, den man in Produktionssystemen einsetzen würde. Dieser Roboter stammt ja eigentlich aus dem Bereich Health and Care, also dient zur Unterstützung von versierten Menschen. Und er ist nicht kräftig, er kann keinen Menschen verletzen und ist deshalb ein idealer Roboter für solche Aufgaben. Genau. Wir haben hier noch ein paar mehr Behälter auch angebracht. Momentan haben wir nur den Papierbehälter benutzt. Wir könnten aber auch in Zukunft dann direkt hier Kunststoffflaschen einsortieren und Blechdosen. Da sind wir noch ein bisschen am Optimieren, aber ein ganzes Stück weit funktioniert das schon. Ist irgendwo, wo ist die Kamera, die das dann identifiziert, was es jetzt ist und welches? Ja, genau. Also wir haben zwei Kameras. Die eine ist hier im Roboter, habt ihr vielleicht gesehen im Bild. Aber wir gehen vielleicht noch mal vorne zum Roboterkopf. Und hier im Kopf haben wir ganz viele Sensoriken untergebracht. Zum einen haben wir hier ein RGB-Kamerasystem. Das dient zur Identifikation von Objekten am Playground. Wir haben aber auch eine Tiefenkamera. Damit kann man Entfernungen abschätzen, ist aber relativ ungenau. Stereoskopische Kamera. Wir haben aber auch einen Laserentfernungssensor, der ist hier untergebracht. Und damit können wir millimetergenau die Entfernung zu einem Objekt ausmessen. Also damit ist der Citybot schon einem Menschen überlegen, weil ein Mensch kann ja eine Entfernung zu einem Objekt nur grob abschätzen. Der Citybot ist da wesentlich weiter, der weiß ganz genau, ja, da sind 7,23 Meter und kann das Objekt dann exakt ansteuern. Was wir beibehalten auch im Citybot ist natürlich diese Augengeste, die hier angedeutet ist. Mit dem Avatar soll sich ja auch der Mensch unterhalten können, kommunizieren können und das wird dann später auch animiert sein, dass man auch ein bisschen die Ausdrucksweise vom Citybot versteht. Hat er einen selbst verstanden oder ist er vielleicht verärgert oder wie auch immer. Also gerade letztes Jahr auf der IAA, auf der Messe, wo es erstmal vorgestellt worden ist, war das eigentlich immer der charmanteste Aufhänger für viele Leute, weil sie sagen, endlich habe ich auch einen Bezug oder eine Schnittstelle zu einer Maschine und muss mich nicht mit der verdreckten Windschutzscheibe unterhalten. Dann ganz genau. Und ja. Auch wie er letztes Jahr dann mit einem gesprochen hat, Augen geblinzelt, böse geguckt, gelächelt, das kam richtig toll rüber. Ganz genau. Also der Mensch braucht definitiv irgendeine Bezugsperson an so einem Fahrzeug, ja, wie du schon gesagt hast, spreche ich dann mit der Lampe oder was auch immer. Nee, wir haben hier einen Kopf mit einer Augengeste und damit kann man sich dann unterhalten. Ganz genau. Was mich nochmal interessieren würde, Michael, und zwar, wenn du sprichst von, es lief alles automatisiert eben ab, wie automatisiert lief es wirklich ab? Hier hinten sitzt nämlich noch jemand, der fleißig Tasten gedrückt hat. Hat er einen Joystick und du sagst das nur so oder können wir vielleicht live mal reinschauen, was du da eigentlich gemacht hast? Auf jeden Fall, wir schauen uns das mal an. Hallo Max. Ja, Max, hallo. Einer unserer Softwareentwickler. Und Max hat hier die Möglichkeit, den Citybot mit allem, was er tut, zu überwachen. Ihr seht das vielleicht jetzt hier so ein bisschen auf den Bildschirm. Auf der linken Seite hat man immer die Sicht des Citybots, wo er hinschaut. Wir haben im Citybot mehrere Rechnersysteme integriert auf Linux-Basis und dort haben wir hier auch eine Verbindung dann über WLAN mit einer Konsole
und können dann auch wirklich sehen, wie geht es den einzelnen Prozessen, was läuft da gerade ab. Es gibt aber natürlich noch was. Natürlich möchte man jetzt nicht in Zukunft immer so eine Konsole vor sich haben. Es gibt auch ein Tablet zur Bedienung. Und diese Applikation ist momentan noch sehr einfach. Die ist noch voll in der Entwicklung. Aber diese Applikation dient dann dazu, zum einen zu zeigen, in welche Richtung steht der Citybot. Hat er seine Ist-Position ermittelt? Und man kann dann auch auf diverse Prozesse Einfluss nehmen. Kann auch schauen, funktionieren einzelne Softwaremodule noch? Oder wo hat er jetzt ein Problem oder läuft alles rund? Aber dazu gleich mehr. Wir haben noch ein Schaubild vorbereitet, das wir euch nochmal auch zeigen möchten, wie denn die Komplexität des Citybots ist und wie wir das dann auch netzwerktechnisch und schnittstellentechnisch alles unter einen Hut gebracht haben. Aber dazu gleich mehr. Vielen Dank, Max. Ja, cool. Wir bauen hier ganz kurz die Kamera wieder um. Michael, vielleicht vorab schon eine Frage. Und zwar, ich habe gestern auf Amazon geschaut und konnte noch keinen Citybot so von der Stange kaufen. Genauso wie einfach ein Softwaremodul vielleicht auf GitHub. Wie funktioniert das eigentlich? Wie viele Leute haben da dran gearbeitet? Wie geht ihr da vor, bis sowas überhaupt auf der Straße ist? Wie lange dauert sowas, wie das jetzt so steht? Relativ viele Fragen. Du hast, glaube ich, Antworten. Ich hoffe es. Also zunächst mal zur Entwicklungszeit des Citybots. Wir haben in Summe jetzt 10 Monate dran entwickelt, um den Citybot so dorthin zu stellen, wie er ist. Ja. Du sagst, ich muss mich da auch selbst manchmal wundern, aber wir haben auch in Summe mit 70 Mitarbeitern beschäftigt, davon 14 Softwareentwickler alleine. Und das ist schon echt ein großes Projekt. Und es ist ein Projekt, das heißt, man muss natürlich in einem gewissen Budgetrahmen und in einer gewissen Zeit den Citybot hier irgendwie auf die Beine stellen oder auf die Räder stellen. Leider kann man eine Messe nicht verschieben. Ihr könnt euch auch vorstellen, wenn man so etwas entwickelt für eine Automobilausstellung, dann gibt es dafür einen festen Termin und an dem Tag muss das dann funktionsbereit präsentiert werden können. Ja. Da gibt es keine Ausweichmöglichkeit. Richtig. Aber du hast, glaube ich, das Bild schon aufgeschaltet. Da seht ihr mal so ein bisschen die Entwicklungshistorie. Wir beginnen natürlich, wenn wir so ein Fahrzeug entwickeln, immer digital. Das heißt, in diversen Konstruktionssoftware-Tools, CATIA, NX etc., um zunächst mal das Chassis zu konstruieren. Es muss das Fahrwerk ausgelegt werden. Die ganzen Package-Räume, auch natürlich für die EE. Wir haben ja hier ganz viel drin. Ich glaube, da kommt nachher noch ein Bild. Wir mussten aber auch den Avatar-Kopf ein bisschen überarbeiten. Im letzten Showcar letztes Jahr auf der IAA war da auch schon ein bisschen Technik drin, aber die mussten wir jetzt hier für diesen Anwendungsfall wesentlich verbessern, optimieren dafür. Und auf den Bildern seht ihr auch dann ganz zum Schluss, wie so ein Citybot dann im Rohverbau ausschaut. Das heißt, da ist auch dann ein Modellbau mit dabei, der diese Verkleidungsteile in Stückzahl 1 herstellen muss. Das unterscheidet sich ja deutlich zu einer Großserie. Und ganz zum Schluss wurde dann der Citybot lackiert und stand dann so da, wie ihr ihn jetzt gesehen habt. Genau. Wahnsinn. Total beeindruckend, wie das innerhalb, auch mit so vielen Leuten, ich glaube, es waren, wie viele Niederlassungen eigentlich? Weißt du das? Es waren in Summe 8 Niederlassungen beteiligt und in der Corona-Zeit war das am Anfang auch eine Herausforderung, aber es ging dann sehr gut. Also man konnte sich dann mit diversen Tools, Teams ganz gut arrangieren und es hat funktioniert. Natürlich fehlt einem da auch mal so ein bisschen die persönliche Nähe, sich mal abzustimmen, aber es hat gut geklappt. In Summe, wie man sieht, hat es funktioniert. Zum Schluss vielleicht auch an die technikaffinen Zuschauer, die wir gerade haben, hast du uns noch ein Schaubild mitgebracht von der Systemarchitektur. Ihr habt euch dort was ganz Besonderes einfallen lassen. Ja. Vielleicht nicht für eine Softwarewelt, aber für eine Automobilwelt ist das doch relativ revolutionär. Genau. Also wir haben eine ganze Ecke an Modulen am Laufen. Das sind zum einen Softwaremodule, die auf High-Performance-Plattformen laufen. In dem Fall sind es Linux-PCs. Wir haben aber auch klassische Steuergeräte noch integriert. Und die müssen miteinander hier irgendwie vernetzt werden. Ihr seht in dem Schaubild, da gibt es eine Middleware.
die IT-Leute sagen, ja, Middleware gibt es schon seit 30 Jahren. Das stimmt. In der Automobilwelt ist das aber was Neues. Mhm. Und wir haben das hier im Citybot so integriert, einfach um auch so viele Module miteinander sprechen zu lassen. Wir haben in Summe 14 Module, die über ROS gekoppelt sind in dem Fall. Und die Module, die dann auch noch eine CAN-Schnittstelle brauchen, die sind dann einzeln mit CAN verbunden. Da ist auch nochmal ein mehrstufiges CAN-Netzwerk integriert. Wow. Genau. Das heißt, du bist richtig flexibel für weitere Anforderungen, für weitere Rucksackmodule, für weitere Hardware, die dazukommt im Bereich des automatisierten Fahrens oder wie auch immer. Und absolut. Also ich kann da sogar ein Beispiel nennen. Ja. Wenn ihr seht ja hier im Schaubild die einzelnen Module. Und wir haben zum Beispiel ein Modul, die Ego- oder Selbstlokalisierung, also wie der Citybot seine Position feststellen kann. Jetzt ist das ja hier in dem Playground was Besonderes. Wir haben keine Verbindung zu einem Satelliten. Das heißt, wir können hier kein GPS verwenden. GPS wäre auch für so einen kleinen Raum hier viel zu ungenau. Deswegen machen wir das aktuell über die LiDAR-Sensoren, die hier außen verbaut sind am Citybot, diese halbrunden Sensorigen. Und über diese Sensoren erfasst der Citybot die Winkel des Playgrounds und berechnet darüber in Echtzeit seine Ist-Position. Wenn wir den Citybot jetzt auf die Straße bringen wollen, dann brauchen wir ein GPS. Das heißt, dann würde man nur dieses Modul tauschen gegen eine GPS-Hardware mit einer Software-Nachbearbeitung und schon könnte man auch den Citybot draußen fahren lassen. Cool. Oder beides drin lassen. Oder beides. Parallel umschaltbar, genau. Ja, klasse. Ja. Letzte Frage, bevor wir zu Vanessa kommen. Wo siehst du den Citybot vielleicht im nächsten Jahr? Gibt es Gedanken, den weiter fortzuführen? Siehst du ihn dann draußen mit einem GPS-Modul rumfahren? Kannst du so einen kleinen Einblick vielleicht geben, wie die Reise weitergeht? Das ist die große Hoffnung, die wir natürlich haben, dass es mit dem Citybot weitergeht. Mhm. Wir werden ja in den nächsten Wochen viele Kundenkontakte haben, wir haben schon Kontakte auch zu Behörden, auch mit der Bundesregierung und wir wollen ja wirklich versuchen, den Citybot so auf die Straße zu bringen. Wahrscheinlich am Anfang wird es erstmal in eher abgesperrten Bereichen sein, vielleicht am Flughafen, vielleicht bei Firmen, Logistik etc. Da sehen wir den ersten Anwendungsfall. Vielleicht ist aber auch ein anderer Weg noch möglich, dass man ihn auch so als Forschungsobjekt nimmt und ihn kleinere Arbeiten auf einem Gelände verrichten lässt. Ja. Vielleicht sogar sammelt er dann tatsächlich mal Müll oder Flaschen ein. Ja. Um auch kleinen Parkanlage zu trainieren und ja, diese genau. ganzen Geschichten. Ja. Ich meine, das ist für uns neu, es ist eigentlich für alle neu. Ja. Wir müssen damit auch erst Erfahrung sammeln, auch die Sicherheit. Wie kommt das an bei den Leuten, so ein komplettes anderes Ökosystem zu denken? Das heißt ja nicht, dass wir da bei der Technik anfangen, sondern eigentlich bei denen, wo wirklich das Problem liegt. Genau. Und ein Problem, was auch derzeit gelöst wird, ist durch Vanessa, nämlich im Rahmen des Hackathons. Ich sag dir einfach nochmal Hallo, Vanessa, du hörst uns, oder? Ja, ich höre euch. Ich glaube, jetzt hören wir dich auch und du löst gerade ein ganz anderes Problem, nämlich Kontaktverfolgung in der Pandemiezeiten. Das stimmt. Wie kam es dazu, dass du teilgenommen hast und was muss man dafür eigentlich können? Also, ich war ja letztes Jahr schon dabei. Jetzt? Ja, genau, das ist das, was ich vorhabe. Du bist eigentlich nicht gemutet, also es müsste irgendwie an deinen Kopfhörern liegen. Jetzt? Hallo? Ah, warte. Das lag an mir. Entschuldigung. Jetzt hören wir dich. Ach, Vorführeffekt. Eigentlich einfach kurz in einen anderen Raum, hier ist leiser. Hört man nicht gut? Vanessa, alles gut, ja. Das lag an mir. Ich habe die Box gehabt. Ganz klassisch. Wie kam es dazu, dass du zum Hackathon teilnimmst und welche Rolle nimmst du teil? Also ich war letztes Jahr schon dabei. Und das hat einfach verdammt viel Spaß gemacht. Und da war es eigentlich letztes Jahr auch schon klar, dass ich dieses Jahr wiederkommen will. Erfahren davon habe ich
Das war einfach ein Zufall, als ich auf einer Veranstaltung von der VHS war. Und ja, was braucht man dafür? So ziemlich alles. Also zumindest da, wo jeder was kann. Also es funktioniert definitiv nicht, wenn jetzt einer zum Beispiel unglaublich gut Webseiten bauen kann, der nächste kann das auch und der nächste auch. Also Teamzusammenstellung oder Teamfindung ist extrem wichtig, dass eben alles so ein bisschen vertreten ist, so ein bisschen Projektmanagement und Organisation, dann so ein bisschen einfach kreativ sein, Ideen haben, am besten auch themenfremd irgendwie da reinkommen und ja, dann setzt man sich halt zusammen, lernt sich ein bisschen kennen und ist dann gleich durch ein gemeinsames Ziel schon ganz gut vernetzt, verbunden und das macht halt echt Spaß. Und was ist deine Rolle in deinem Team? Also ich bin quasi so ein bisschen Teamleader, Projektmanagement und wie ihr das nach dem Scrum-Prozess bezeichnen würdet, Product Owner. Und ja, dann haben wir aber auch noch sehr, sehr coole Backend-Entwickler, 3 Stück, 2 Frontend und ja, auch noch eine, die sehr kreativ auch mit Videoschnittprogrammen und so weiter umgehen kann, Marketing kann. Also wir sind ganz gut aufgestellt. Und dann eure Erkenntnisse dann auch ja, in die Welt dann trägt. Du hast, deswswegen habe ich das abgefragt, du hast ja bei EDAG in 2018 deine Ausbildung gestartet als technische Produktdesignerin, eigentlich im Interieur, Exterieur, das heißt in einem sehr vehikelnahen Umfeld und hast dann gemerkt, naja, eigentlich macht mir die Softwareentwicklung viel, viel mehr Spaß und bist dann zu DriveMe gewechselt im März. Erzähl uns doch mal ganz kurz, weil das ist für mich auch immer schön zu sehen, was für Leute arbeiten eigentlich an solchen Innovationsprojekten oder auch generell bei EDAG, um so eine zukünftige Mobilität auf die Straße zu bekommen. Also nochmal ganz konkret die Frage vielleicht, was hat dich an der Softwareentwicklung dann doch mehr gereizt? Ja, es war eigentlich, von Anfang an habe ich irgendwann einfach ich habe ja am Anfang mit CAD-Programmen gearbeitet, um Modelle zu bauen. Und dass ich das Programm mit der ganzen Parametrik dahinter wesentlich spannender fand als das Konstruieren an sich. Und ja, wie du schon sagtest, durch ein paar sehr glückliche zum Teil Zufälle, zum anderen das Engagement von meinem Ausbilder, kam eben dazu, dass die Möglichkeit geschaffen wurde, ich eben weiter in die Software reinzugehen und in dieses parametrische Denken und das Verknüpfen von sehr vielen Dingen, aber gleichzeitig noch im Projektgeschehen quasi auch noch irgendwo konstruktionsverwandt beschäftigt bin, dass ich meine Ausbildung einfach weitermachen kann, aber mich zeitgleich zusätzlich noch mit den ganzen Programmierthemen, Softwarethemen beschäftigen darf. Und das ist echt toll. Was heißt das? Was programmierst du jetzt dann bei EDAG derzeit? Also im Moment programmiere ich VBA, also Excel, das hat mit Stücklisten und Bauteillisten zu tun, dass man die eben gut vergleichen kann und dass einfach ein paar Sachen einfacher gemacht werden. Und daran kann man vielleicht auch nochmal ganz gut sehen, dass auf der einen Seite bin ich noch in Projektgeschehen und so weiter drin, mit was Bauteile angeht, was Stücklisten angeht, was Änderungsmanagement angeht. Aber auf der anderen Seite kann ich quasi im Projekt einfach so ein paar Helfer, sage ich jetzt mal, programmieren, die so das tägliche Arbeiten ein bisschen einfacher machen. Das macht sehr viel Spaß. Klasse. Ja, ich glaube, das kommt dann zum Tragen, wenn wir nicht mehr hier über den Citybot-Stückzahl einsprechen, sondern wenn das Thema skaliert wird. Und du hast gesagt, du würdest deine Ausbildung, nachdem du fertig bist, dann sehr, sehr gerne fortführen im Rahmen eines Studiums. Welches hast du dich schon festgelegt mittlerweile, wo du dich spezialisieren willst? Ganz genau nicht. Also im Moment würde ich gerne Medieninformatik, also auf jeden Fall was in die Richtung von Informatik studieren. Tendiere gerade zu Medieninformatik, aber es könnte auch noch angewandte Informatik werden. So das Studium, quasi, was alles verbindet, was ich machen möchte, ist leider noch nicht. Also das wäre so eine Mischung zwischen Informatik, Projektmanagement und ja, am besten noch irgendwie so ein Studium Generale, wo man einfach ganz viel noch auch tieffremd
mitbekommt, weil ich habe gemerkt, das hilft teilweise sehr. Einfach mal von einer anderen Perspektive an Dinge rangehen. Und so ein Studium gibt es leider noch nicht. Vielleicht auch aus der Frage, was für Leute arbeiten bei EDAG, bist du ja als besonders cooler Mitarbeiter hier eingeschaltet worden. Du machst ja nicht nur bei der EDAG sehr, sehr viel, sondern auch im privaten Bereich. Du bist ja in einem Vorstand bei einem Verein. Erzähl uns noch ganz kurz, wo es darum geht. Ja, also mein Verein, das heißt, der heißt Mein Hochschulnetzwerk. Da geht es quasi auch, das Vereinsziel ist so das gemeinsame Weiterbilden, weil jeder weiß immer irgendwas, was ein anderer nicht weiß. Und wir treffen uns halt in verschiedenen Veranstaltungen und dann geht es darum, dass jemand, der eben über ein Thema mehr weiß, das eben anderen mitteilt und das ist so das Vereinsziel. Und ja, da fließt auch sehr viel Zeit rein. Wenn du an deine letzte Woche so zurückdenkst, was würdest du dir für den Citybot als Rucksackmodul wünschen? Was hast du für Probleme gehabt, die zum Beispiel vom Citybot nicht gelöst werden können? Es kann ja theoretisch auch so eine Schlafmöglichkeit so transportieren, dass man ja auch irgendwie mit zelten kann. Das finde ich cool, dass denkbar man irgendwo hingeht und dann einfach wie so ein Wohnmobil. Das ist gut. Und dann kommt der vielleicht, wenn du müde bist, kommt er auch erst angefahren mit dem Schlafmodul und vorher kommt ein anderer Citybot angefahren mit dem Grillmodul. Ja, für einen Hackathon wäre das auch ziemlich cool, wenn man jetzt einfach sagen könnte, ja, mal zwei Schlafmöglichkeiten. Sehr gut. Vielleicht auch an euch, an die Zuschauer da draußen. Wir haben relativ viele, sehe ich, gerade über die verschiedensten Kanäle, zu denen wir streamen. Welches Zusatzmodul am EDAG Citybot könnt ihr euch derzeit am besten gebrauchen? Wenn ihr mal so in die letzte Woche nochmal zurück euch erinnert oder gerade in euren Gemütszustand versetzt, in Fulda scheint die Sonne. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht habt ihr coole Ideen. Ich lese hier parallel die Kommentare und bin mal gespannt, ob da noch Ideen kommen. Vanessa, erstmal vielen Dank. Wir kommen, wir halten mal zu Max rüber. Hi. Hi. Hallo. Max, wir haben relativ viel gerade gehört, wie so aus einem Projekt heraus ist und was Vanessa in einem Projekt arbeitet. Und auch, dass sie in die Richtung sich entwickeln will, auch Projekte zu steuern. Das ist genau das Thema, was du derzeit bei EDAG machst. Du hast ein relativ großes Fahrzeugentwicklungsprojekt, was nicht mit dem Citybot zu tun hat, sondern eher mit der Serie, mit den Serieneinsätzen von Elektrofahrzeugen. Erzähl uns doch mal ganz kurz so, was das Projekt ist, wie viele Mitarbeiter dort drin arbeiten. Genau, fangen wir erstmal so an. Genau, es geht um ein türkisches Start-up, was ganz in der Nähe von Istanbul seinen Platz hat. Und es, ja, wie du schon gesagt hast, das übergeordnete Ziel ist, ein C-SUV in Serie zu bringen. In den Medien ist das auch schon bekannt, dass die EDAG da mit oder Partner ist dieses Entwicklungsprojektes. Auf EDAG-Seiten sind das, es schwankt natürlich immer so eine Organisation, aber ich glaube, so zwischen 250, 300 sind es in Summe, glaube ich, auf EDAG-Seiten. Und auf dem, also TOC ist ja der Auftraggeber, der neue OEM sozusagen. Die werden auch nochmal 250 Leute auch nochmal auf ihrer Seite, sind aber dabei, gerade auch dieses Projekt weiter hochzufahren, also mit Leuten. Und dann sind ja noch ganz viele Supplier, sprich ein Conti ist dabei, ein Bosch ist da stark involviert, ein Valeo, viele türkische Supplier sind da auch involviert. Es ist schwer abzuschätzen, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich so mit allen, die da irgendwie eine Rolle spielen, bestimmt zwischen 1.000, 1.500 Leuten, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil da geht es dann auch darum, dass nur für die Fahrzeugentwicklung. Und dann sind ja noch welche außerhalb, die irgendwie für Connectivity sorgen, ein Turkcell beispielsweise, als Anbieter auch der Kommunikation nach außen. Und ja, das ist so das ganz, ganz große Gebilde von diesem Projekt gerade. Ja.
Wahnsinn. Was ist deine Rolle in dem 1500-Mann-Entwicklungsteam? Genau, ich bin ja bei der ELAG-Projektleiter. Und wir sind, also im Bereich, dem ich zugehöre, bin ich auch im Bereich Projektleitung, Projektkoordination unterwegs. Für die Elektrik-Elektronik, hier geht es mehr um das ADAS-System, also automatisiertes Fahren. Infotainment, Connectivity ist ein großes Thema, aber auch Komfort-Elektronik, also alles, wo ein Kabel letztendlich drankommt. Wir haben, das ist ja ein Elektrofahrzeug, da kommt letztendlich auch eine High-Voltage-Batterie auch rein und ein Powertrain ist da irgendwie auch vertreten. Und es sind noch ganz viele natürlich E-Module dabei. Und bei mir in der Regel sind so zwischen 45 und 50 Leuten dann bei mir im Projekt jetzt. Und ja, von der Beschreibung der Systeme auf einem etwas höheren Level, also was soll das ADAS-System können, das wird dann runtergebrochen, dokumentiert, bis man dann irgendwann mal wirklich ganz konkret wird und das ist dann ein Bauteillastenheft. Das ist ja so die linke Seite des V-Modells und auf der rechten Seite wird das dann natürlich auch wieder abgesichert. Wir sind mehr der Integrationspartner, also wir definieren auch, aber wir suchen auch viele Partner auf dem Markt, die uns die Bauteile und Steuergeräte dann zur Verfügung stellen. Wir kommen dann, also noch intensiver wird es dann auf der rechten Seite, wir integrieren dann die Systeme, versuchen, dass sie zusammenspielen und testen das System dann auch wieder ab und geben das oder geben auch Freigabeempfehlungen dann für den Kunden und sagen, unter den Bedingungen oder diese Fehler sind noch zu beheben. Und das ist so das große Ziel, also unser aller großes Ziel, und es fühlt sich auch an wie ein großes Team, dass wir dieses Fahrzeug dann in 2023 dann auch auf die Straße bekommen, wirklich, dass da eine Straße hochfährt, also eine ganze Produktionsanlage parallel wird gerade gebaut. Es gibt viele neue Software-Firmen, die da auch jetzt mit reinsteuern und die sind auch gerade dabei, das ist so das Unix Selling Point, ein Domain-Controller zu entwickeln im Infotainment-Bereich, was natürlich eine Riesen-Challenge ist im Zuge einer Entwicklung eines Fahrzeugs. Und da kommen, ja, wird ein modernes, wie gesagt, im Internet findet man schon viel, wenn man TOGG eingibt und findet man schon relativ viel Medienauftritt, auch Videos, wie das Auto ungefähr ausschaut. Man hat auch schon erste Videos, wie man damit gefahren ist, gab ein Showcar. Und ja, wie gesagt, meine Rolle ist mehr im Bereich Projektleitung, Projektkoordination für den Bereich Elektrik, Elektronik. Genau. Max, ich finde das total beeindruckend. Wir hatten, ich weiß gar nicht, wann wir den Abschluss gemacht haben. Ich glaube, 7 Jahre ist das bei mir her oder so. Wie kommt man überhaupt dazu, in dieser kurzen Zeit so viel Know-how aufzusaugen, dass man so ein Projekt stemmen kann? Was waren denn so die 2, 3 Steps dorthin? Oder wenn du mal so 2, 3 Steps rausgreifst, wo du dieses Wissen eigentlich aufgesaugt hast dazu? Also ich meine, wir sind nur als Team stark, erstmal so. Ich bin ein Teilchen, ein Puzzleteilchen, was da eine Rolle spielt. Aber wir als Team haben sicherlich die Intelligenz, das irgendwo zu entwickeln. Aber bei mir oder mein Werdegang, nenne ich es mal so, ist, wir hatten Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hatte meine Bachelorarbeit und auch schon ein Praktikum vorher bei Daimler in Sindelfingen gemacht. Da ging es damals auch um die Projektleitung von der C-Klasse, die jetzt gerade noch umherfährt. Jetzt wird es ja, glaube ich, gibt es ja bald eine neue, aber zu der bisherigen, die letzten 6 Jahre umhergefahren ist. Und da war ich im Bereich auch Projektmanagement unterwegs und fand das ganz spannend. Also das waren meine ersten Berührungspunkte und habe auch so mitbekommen, welche Ausbildungen die Leute haben, was schon wichtig ist, was man können sollte, welche unterschiedlichen Kompetenzen sollte man besitzen. Dann war es so, dass ich meinen Master noch im Wirtschaftsingenieurwesen gemacht habe und habe so gemerkt, dass mich das Thema Projektmanagement wirklich sehr, sehr herumtreibt und ich mir Gedanken machte. Kam dann auch damals nach meinem Master bei der EDAG in Sindelfingen im Bereich Elektrik, Elektronik als Bauteil Verantwortlicher war das damals, kam ich in die EDAG rein, 2015 war das. Und da war das auch schon so, dass wir viel Koordinierungsarbeit auch hatten. Also wurde extrem viel auch gesprochen mit Fachbereichen, die Informationen konsolidiert, weitergetragen, das zusammengepackt, Termine erstellt
und so weiter und so fort. Und das hat mir Spaß gemacht und ich habe mich dann auch weitergebildet, habe dann auch mich von der GPM, also von der Gesellschaft für Projektmanagement, gibt es verschiedene Zertifizierungen, habe ich eben den Level D und Level C gemacht, habe den Scrum Master noch gemacht und genau, im Moment promoviere ich parallel auch noch zu der Arbeit. Das ist extra so ausgelegt, dass das möglich ist, dass es häufig am Wochenende dann Veranstaltungen sind im Bereich Projektmanagement. Und das finde ich ganz, ganz toll und wertvoll. Es gibt sehr viel, was in der Forschung gemacht wird. Es ist sehr viel empirische Forschung, was gemacht wird. Also letztendlich, was wird wirklich in der Welt auch gemacht und was macht ein Projekt erfolgreich? Beispielsweise gibt es ganz viel Wissen. Und man kann da sehr viel von auch anwenden und ja, es trägt auch Früchte. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und das ist so mein, und in der Praxis gab es auch immer dann Projekte, die ich gemacht habe und habe mich da auch weiterentwickelt. Aber auf deine Frage, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich weiterentwickeln möchte, dass man offen dafür ist und dass ja ganz viel Wissen in der Welt irgendwo steckt und man hat ganz viel kostenlosen Zugriff auch darauf. Ja. Ich finde das total inspirierend, deine Herangehensweise auch, als ich gehört habe, du hast ja sogar einen reduzierten Stundenvertrag bei EDAG, um diesen Doktor zu machen. Und du gehst da sehr, sehr modern vor in dem Thema, wie du das Projekt auch leitest. Und ich hatte gestern auf Twitter mal ein bisschen rumgeschaut, so Anekdoten aus dem Vorstellungsgespräch, habe ich drei Bilder heute noch dabei und jetzt das erste. Was zeichnet eine gute Führungskraft aus? Nun, ich esse gerne Chefsalat. Wir melden uns. Du gehst ganz anders vor, das merkt man. Und was ist dir wichtig, wenn als Projektleiter? Auf was legst du zum Beispiel Wert? Also das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich erstmal offen zu sein für die Umwelt, die es da gibt. Es kann manchmal sein, also für mich ist es so, dass man einen Baukasten irgendwo an Wissen dabei hat und ich gucke mir das erstmal an, in welchem Kontext bin ich denn gerade unterwegs und wenn es darum geht, dass ich eher in einem elektrisch-elektronischen, wo es ein bisschen komplexer zugeht, so nennt sich das ja, wenn es Abhängigkeiten gibt, dann versuche ich eher das Empowerment anzuwenden, die Leute, wir sollten dann relativ schnell eine Kompetenz aufbauen, selber organisiert unterwegs sein, selber auch hergehen und Entscheidungen treffen dürfen. Auch das ganze Thema Selbstmanagement ist dann wichtig, sodass man eben in kleineren Teams auftritt und so denn die Flexibilität auch an den Tag legt. Das finde ich wichtig. Manchmal, es gibt auch Phasen in einem Projekt, da muss es ein bisschen schneller gehen, da müssen Entscheidungen auch mal von oben herab getroffen werden, aber nichtsdestotrotz immer gemeinsam. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man das gemeinsam macht und es darf sich keiner abgehängt fühlen. Also so bin ich zumindest unterwegs. Da hat jeder eine eigene Meinung, muss man auch sagen. Und ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt einfach die Möglichkeit, ein Projekt zu leiten, wie man das auch selber, wahrscheinlich selber geführt werden möchte. Ich glaube, das spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Und so bin ich unterwegs, auch sehr authentisch, einfach auch mit den Leuten gesprochen, auch wenn es mal eine nicht so gute Phase ist, auch mal zu sagen, dann müssen wir jetzt gemeinsam durch und es macht uns nicht so viel Spaß, aber auch genauso zu feiern und mal einen Kuchen hinzustellen, wenn es doch ein bisschen besser läuft. Also ich finde das einfach wertvoll, dass man das gemeinsam macht und wertschätzend. Wenn ich deine Gewichtsklasse angucke, es könnte öfters Kuchen geben, oder? Können wir etwas besser laufen? Ja, nee, also nein, ich habe Hygiene, also, sagen wir mal so. Du bist ja noch Fußballer. Ich glaube, du hast da einen guten Ausgleich neben der Arbeit. Betätigst dich relativ häufig sportlich. Und du hast, wir haben uns neulich mal unterhalten und einen schönen Vergleich noch aus dem Fußball herausgebracht bezüglich agiles Arbeiten und einen Übertrag auf Fußball. Wenn du das abschließend vielleicht nochmal kurz zusammenfassen könntest, da wäre ich dir dankbar. Das ist was ihr hören müsst. Finde ich gut. Also ich habe lange, sehr, sehr lange Fußball gespielt, mittlerweile nicht mehr, beziehungsweise jetzt noch manchmal FIFA auf der Playstation. Also dafür bin ich noch zu haben. Aber ich weiß nicht, ob das als Sport zählt, aber gut. Ich habe sehr viele Vergleiche. Also ich muss mich immer ans Fußball zurückerinnern. Da schafft man es auch nur als Team gemeinsam und die Leute bekommen auch ihre Position. Bekommen die Kompetenz mit im Training, dass sie, weil jede Situation ist auch eben anders,
schnell reagieren zu können, selber die Entscheidung zu treffen, spiele ich jetzt den Ball dahin oder spiele ich den dahin? Oder mache ich was ganz anderes? Mache ich ein taktisches Foul? Mache ich es nicht? Die Leute müssen das dann selber entscheiden und ich muss sie enable, nennt sich das ja. Ich muss sie empowern und ihnen die Kraft geben, dass sie das auch selber entscheiden können. Das ist meistens ja im Training. Da gibt es noch Hilfestellung, aber während des Spiels ist es häufig so, dass man als Trainer da sehr wenig Einfluss nehmen kann. Und ja, einfach das Team stärken selber und schneller Entscheidungen. Wenn da erstmal jemand dann guckt und wartet, ist es meistens schon so, dass das zu spät ist, weil da entscheiden Sekunden. Und man sieht auch immer relativ schnell, man hat ja das Feedback, war das ein guter Ball, war das kein guter Ball. Und dadurch muss man sich relativ schnell auch dann an das Spiel anpassen. Und von draußen wird zwar eine Strategie auch vorgegeben, wie auch in einem Projekt. Das ist so, dass man sagt, man stellt eher tiefer oder man geht eher vorne schon schneller drauf. Aber in Summe muss das Team sich dann selber organisieren und gucken, wie sie erfolgreich sind. Genau. Also ich habe schon Lust auf das Projekt gewonnen, wenn Weltmeister dabei sind. Vielleicht aber auch die ein oder anderen Zuschauer. Und jetzt haben wir viel gesprochen, wie kann eigentlich so ein zukünftiges Ökosystem aussehen? Mit Vanessa, was für Skills haben wir? Wie werden wir Projekte stemmen bei EDAG? Aber wie wird man eigentlich Teil? Und da kommt jetzt Lisa ins Spiel. Jetzt machen wir das Bild hier vollständig. Hi. Hi. Danke für dein Warten in dem Backstage-Raum. Na klar. Du bist immer noch wach, das finde ich gut. Ich habe ja meinen Kaffee neben mir stehen. Ach, perfekt. Genau, der hilft. Meiner ist jetzt letzter Schluck. Ich, jetzt ist kalt, ich trinke noch aus. Lisa, wie ist das eigentlich in so Vorstellungsgesprächen? Sitzt so ein Max dabei oder wie ist die EDAG dort strukturiert? Genau, bei uns in den Vorstellungsgesprächen ist es immer so, dass jemand aus den Fachbereichen dabei sitzt, meist dann die Führungskraft und einer aus dem Personalwesen, also aus dem Recruiting. Okay, und in Zeiten von Pandemie hat sich dort was geändert? Ja, auf jeden Fall. Wir führen derzeit alle Gespräche auch virtuell über Microsoft Teams. Das funktioniert auch super gut. Also wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Da ist dann auch immer der Ansprechpartner aus dem Fachbereich mit dabei und wir aus dem Recruiting. Ja. Und schön ist es dann natürlich, wenn man eine Kamera hat, dass man sich auch sehen kann und nicht nur hören. Und dann klappt das auch sehr, sehr gut. Ja, ich habe schöne Grüße, Saket. Hi, Kollege von dir, Max, oder? Der gerade hier im Chat, ah, nee, siehst du nicht. Safe and Secure Connect Mobility. Kollege aus EDAG UK. Ich habe Bilder nochmal dabei, die möchte ich dir nochmal gerne zeigen. Das fand ich schön, auch aus Twitter, Bewerbungsgespräch, ihre Stärken. Ich bin sehr hartnäckig. Wir melden uns, ich warte hier. Und als letztes große oder kleines Latinum. Würde kleines nehmen mit mittlerer Coke und Fritten, bitte. was ich damit sagen will, ist, dass die Bewerber sich ja auch ein Stück weit ändern und auch die Arbeitswelten ein Stück weit ändern. Weil mit, ich sag mal so, was für Leute bewerben sich derzeit bei dir hauptsächlich oder was für Bewerbungsgespräche führst du? Wie alt sind die? Fangen wir damit erstmal an. Das ist eigentlich eine ganz bunte Mischung. Also es sind natürlich Studenten dabei, die auf der Suche sind nach einer Werkstudententätigkeit, einem Praktikum oder möchten auch ihre Abschlussarbeit vielleicht bei uns schreiben. Dann gibt es aber auch Studenten oder Absolventen, die jetzt auf der Suche nach einem Berufseinstieg sind. Wir führen aber natürlich auch Gespräche mit Professionals oder aber auch Führungskräften. Also das ist wirklich bunt gemischt. Bunt gemischt. Wie kann ich mich eigentlich bewerben? Also wo sehe ich, und EDAG hat dort ein relativ neues Tool, glaube ich, angeschafft. Vielleicht können wir das auch gerade mal zeigen, direkt auf der Karriereseite. Die teilst du, glaube ich, gerade den Bildschirm, ne? Genau. Könnt ihr den Bildschirm sehen, beziehungsweise die Karriereseite? Sehr gut. Genau. Wenn ihr auf unserer Karriereseite seid, dann kann man hier unter dem Reiter Stellen anzeigen sich alle derzeit ausgeschriebenen Stellen anzeigen lassen. Jetzt sieht man hier schon auch eine ganze Menge an Filtern, die man setzen kann. Das heißt, man kann genau angeben, ist man Schüler, Student, Absolvent, Professional oder auch eine Führungskraft. Man kann die Tätigkeit angeben,
Ich klicke jetzt einfach mal Programmieren an, natürlich auch das Land und der Arbeitsort, in dem man tätig sein möchte. Und dann gibt es auch noch eben die Auswahl zwischen unseren drei Segmenten, Electrics, Electronics, Vehicle Engineering oder Production Solutions. Und hat man dann die Filter gesetzt, werden einem dann die relevanten Stellenanzeigen eben angezeigt. Sollte da jetzt keine passende Stellenanzeige dabei sein, dann freuen wir uns auch immer sehr über eine Initiativbewerbung. Die kann man dann hier unten abschicken. Möchte man sich aber konkret jetzt auf eine Stelle bewerben, dann findet man hier rechts den Button Jetzt bewerben. Klickt man da drauf, bekommt man hier schon die Eingabemaske angezeigt, in denen man die Angaben tätigen kann, die persönlichen Eingaben. Und ja, man kann auch, wenn man das jetzt nicht alles ausfüllen möchte und Zeit sparen will, sich ganz einfach über Xing oder auch LinkedIn bewerben. Das heißt, unser System zieht sich dann die Angaben aus dem Xing- oder LinkedIn-Profil und die Bewerbung gelangt dann in unser System. Lisa, ich habe das sogar selber mal versucht vorgestern Abend. Also es ging super einfach. Ich habe nur nicht auf Absenden gedrückt. Ich bekomme aber jetzt immer eine E-Mail. Derzeit wollen Sie nicht noch abschließen Ihre Bewerbung. Wir würden uns freuen. Was passiert dann? Und wie schnell bekomme ich eigentlich eine Rückmeldung? Genau, also zuerst landet die Bewerbung bei uns im Recruiting. Wir schauen uns das dann an und leiten das dann entsprechend an den Fachbereich weiter. Die Kollegen aus dem Fachbereich schauen dann auch nochmal drüber und melden sich dann mit ihrem Feedback wieder bei uns im Recruiting. Dauert meist zwischen 2 bis 3 Wochen, je nachdem, wie viel gerade auch zu tun ist oder ob Urlaubszeit ist vielleicht. Und wir melden uns dann aus dem Recruiting heraus bei den Bewerbern zurück. Vielleicht, was mich, ihr könnt auch ruhig Fragen stellen, Kommentaren, was euch noch interessiert vielleicht, aber wenn ich mich so an meine Studienzeit zurückerinnere, man ist ja doch ein bisschen ja, unsicher, man hat einen coolen Job gefunden, den will man unbedingt haben, wie muss man dort auftreten, was muss man machen, was gehört denn heutzutage zu einem guten Ton? Ist es ein perfekt formuliertes Anschreiben oder muss ich als Softwareentwickler ein GitHub-Profil vorweisen mit so und so vielen Sternen und dort meine Software-History quasi offenlegen. Wie ist so ein gutes Vorgehen? Genau, ja, auch nochmal wichtig zu erwähnen, bei uns wird gar kein Anschreiben mehr benötigt. Das heißt, es reicht, wenn man einfach einen aussagekräftigen Lebenslauf hochlädt, am besten wirklich, indem man schon die bereits gesammelte Berufserfahrung findet, Verantwortungsbereiche, Tätigkeiten, Erfahrungen mit Tools oder in irgendwelchen Programmiersprachen und vielleicht auch noch die letzten vorliegenden Zeugnisse des Arbeitgebers oder auch vom Studium. Anschreiben ist gar keins mehr nötig bei uns. Max, war das bei dir noch anders? Ja, bei mir war das damals noch anders. Wobei, ich hatte damals den Kollegen Alex Scholz bei mir in der Mannschaft, mit dem habe ich Fußball gespielt. Und er hat gesagt, gib mir doch mal deine Unterlagen mit, ich nehme ihn mit zu EDAG. Und bei mir war das, glaube ich, alles ein bisschen anders. Aber es hat super, super gut geklappt. Ja, und war dann ziemlich schnell bei einem Gespräch. Also bei mir lief das ähnlich und doch wieder anders ab. Ja, ich glaube, das ist immer individuell. Bei ganz vielen Leuten und Lisa, das wirst du bestätigen können, kein Vorstellungsgespräch ist gleich. Aber siehst du irgendwelche Unterschiede, die derzeit aufkommen in Fragestellungen oder in den, ich habe es so in den Bildern ja gezeigt, kleines Latinum, Fritten und Coke, ja, das wäre cool. In den Bewerbern an sich stellen die andere Fragen, gab es mal einen richtigen Fauxpas in dem Bewerbungsgespräch, wo du gedacht hast, oh je, das bitte auf keinen Fall fragen. Ja, also es gibt natürlich Unterschiede. Jedes Gespräch läuft anders ab. Es werden immer unterschiedliche oder andere Fragen gestellt. Kommt natürlich auch auf die Person an, die man gegenüber sitzen hat. Wenn das jetzt ein Student ist, stellt man natürlich andere Fragen als einer Führungskraft, einer zukünftigen. Da kann man natürlich auch ganz anders auf die bereits gesammelte Berufserfahrung eingehen. Der Student bringt vielleicht noch keine Berufserfahrung mit
oder nur aus seinem Praktikum oder einer Werkstudententätigkeit. Daher kann man da noch nicht so viel fragen wie bei einer Professional oder einer Führungskraft. Daher sind natürlich entsprechend auch die Gespräche unterschiedlich. Ja. Ich meine aber auch eher vielleicht andersrum gesprochen. Also verändern sich die Bewerberfragen, die ganz andere Sachen als jetzt bist du noch relativ frisch dabei bei EDAG, wenn ich so Michael Jahn angucke als Showcar-Veteran. kannst du da irgendwie was ableiten oder aus Gesprächen mit Kollegen irgendwie? Ja, also speziell wird natürlich immer gefragt, oder ist interessant, was macht die Abteilung, was sind meine Tätigkeiten in der Abteilung, welche Anforderungen muss ich dafür mitbringen, was gibt es für Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wie sieht meine technische Ausstattung aus oder aber auch, gibt es flexible Arbeitszeiten, das sind so diese klassischen Fragen. Ja, also ich glaube, ich würde zum Beispiel in keiner Firma mehr anfangen, die das nicht ermöglicht, flexibles Arbeiten. Das ist ja bei EDAG schon sehr, sehr lange gesetzt. Auch bei EDAG, ich finde wahnsinnig cool, auch die Dudes-Kultur, die wir haben. Also ein sehr schönes Miteinander, was hier herrscht. Letzte Frage vielleicht aber an dich und zwar wieder zum Citybot hier hinter. Wenn du in deine letzte Woche schaust, was für ein Rucksackmodul würdest du denn gut gebrauchen können? Ja, tatsächlich dadurch, dass sich jetzt die Situation wieder so ein bisschen zugespitzt hat, würde ich gerne das Einkaufen vermeiden und ich hätte es cool gefunden, wenn der Citybot mir meinen Einkauf nach Hause gebracht hätte. Gute Idee. Max, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich hätte ein Bügeleisen gebraucht, weil ich habe ein paar Hemden aus der Wäsche geholt und musste mich dann leider hinstellen nochmal morgens. Deswegen, also das hätte mir geholfen. Ich weiß noch nicht, wie der Citybot in meine Wohnung reinkommen soll oder ob ich es einfach raushängen darf. Das müssen wir nochmal klären dann wahrscheinlich. Die Frage gebe ich ja Michael ab. Aber Michael, welchen Rucksackmodul würdest du dir wünschen? Oh, ganz viele. Ich bin da fast ein bisschen langweiliger unterwegs. Das nächste Rucksackmodul oder Modul zum Ankoppeln wäre tatsächlich einfach ein Transportwagen. Wenn man das am meisten benötigt und haben auch schon viele Anfragen darüber bekommen, einfach um eine Ware von A nach B zu transportieren. Cool. Ja. Worauf also, sich ja die Automobilität auch begründet so ein bisschen. Das ist richtig. Ja. Ihr seht an euch, an unsere Zuschauer, ihr seht, die Arbeit geht der EDAG nicht aus. Wir haben ganz, ganz viele Zusatzmodule heute allein schon identifiziert im Gespräch. Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Kreativen, die uns da bei der Mission unterstützen, ein zukünftiges Mobilitätsökosystem auf die Beine zu stellen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an, schreibt die Lisa an, schreibt mich an in die YouTube-Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Hackathon. Gehört immer ein bisschen Glück auch dazu, dort zu gewinnen, aber vor allen Dingen auch ein guter Pitch. Also übt den lieber vorab schon einmal. Das habe ich schon einmal richtig daneben gehauen. Und bleibt mir nichts anderes zu sagen als groß Hacking und bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Viel Erfolg. Ciao. Gut.